Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil Code Veronica X. In der letzten Folge waren wir ein Stockwerk weiter oben. Ich habe nur beschlossen, jetzt hier zu starten, weil es jetzt einen Klassiker gibt, Mark gegen die Spinnen. Ja. Mangels Munition möchte ich mal gerne versuchen, wie gut das Bolzengewehr gegen mich ist. Weil die Spinne ist nämlich ein Bolzen für jedes Bein. Weil wir hatten eine Spinne, die an der Decke hing, die ist leider runtergesprungen. Oder bin sicher, die ist resettet. Ja. Okay, ist resettet. Okay, dann gibt's doch keinen Klassiker. Warte, wo gehst du hin? Willst du nicht unten erstmal die Tür machen? Okay. Ich dachte, wir wollen oben weiter. Wir können auch oben weiter, aber wohin wollen wir oben? Da war ja überall noch Räume. Ja, aber das ist doch, haben wir doch alles theoretisch schon erkundet. Ja, aber da wird ja vielleicht was Neues sein, oder? Ja, okay. Wie du meinst. Ist eigentlich doof, wir hätten nach unten weitergehen können, stimmt schon. Ist egal, ja. Das war jetzt nur so eine... Hier wird schon irgendwas passieren. Ich hätte gehofft, dass wir unten vielleicht die Shotgun bekommen. Ja. Wir können ja mal einfach jetzt einen Raum weitergehen und wenn der genauso ausschaut wie vorher mit Claire. Und die nächsten zwei Räume. Wenn wir jetzt schon oben sind, würde ich alles oben machen, ehrlich gesagt. Okay. Und ob die Pumpgun, klar kann die unten sein, aber wir wissen es nicht. Ja, klar. Wir haben unten den Granatwerfer bekommen, vielleicht ist er jetzt oben was. Oh, Hunter wäre blöd. Hunter wäre jetzt ganz blöd, ja. Eigentlich keine Lust drauf. Der würde uns ziemlich fertig machen. Obwohl, man weiß es nicht. Vielleicht ist der auch genauso gut wie der Gummimann. Also hier haben wir uns jetzt noch nicht richtig umgeschaut. Wir haben nur die Zwischensequenz gehabt. Ja, das haben wir... Ich glaube, wir sprechen viele Sachen gar nicht an, weil immer so arschviel hier passiert. Letzte Folge haben wir ja gesehen, dass scheinbar der Wesker irgendein Device hat, mit dem er die Hunter kontrolliert. Zumindest schien es mir so, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie so, also... Ja. Und Wesker hat natürlich mal wieder alles geplant, wie das immer so häufig ist. Ja, und Wesker ist auch noch hier auf der Insel. Und ich frag mich, was ist denn in die Luft geflogen, bitte? Ja, hier schaut das super aus. Also die Gästetoilette von der Villa. Ja. Oder was, also... Ich verstehe es steht alles noch. Ja. Ah, okay. Na toll. Soll ich denn da rankommen? Ah, danke! Super. Super! Ach, komm schon. Ah, ich kann mir denken, wo es rauskommt. Okay, ich überhaupt nicht. Bei diesem Saunabereich. Weißt du, wo wir mal so gewundert haben, wo wir im Wasser standen und uns gefragt haben, was sollen wir denn hier machen? Ja. Ich war gerade. Ja, ich bin. Ballern hilft. Muss doch. Ich war nur überlegen, ob ich die Waffe wechsle, aber der war schon zu nah. Ist halt schade für die Munition. Der nächste wird aber hier mitgemacht. Das gibt's nicht! Hä? What the fuck? Der hat einfach durch ihn durchgeschossen! Also das war jetzt ein Witz. Das war jetzt ein bisschen arg lächerlich. So, weg mit dir. Ich gebe zu, habe ich ein paar Schüsse verballert. Aber die ersten drei oder vier, die ich verschossen habe. Sorry, da konnte ich aber nicht viel dafür. Oh, er hat einen Rucksack dabei. Nee, ja, schaut so aus, als ob er so zu einer Spezialeinheit gehört. Blöd. So. Ach komm! Der Chris muss echt mal wieder zielen üben, das gibt's ja. Alter! Und üben, dich hier Feuer zu stellen. Du bist auch einer von der langsamen Sorte, weißt du, steht die ganze Zeit im Feuer und merkt dann so 10 Minuten später, oh, da liegt irgendwas Tolles auf der. Ja, ich wollte jetzt hier erstmal kurz schauen, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Ich glaube, hier liegt so einiges. Den Raum kann ich nicht. Seitentasche, geil! Nice. Nein, das war eine umgekehrte Seitentasche, die sorgt dafür, dass man weniger Platz hat. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, was den Raum hier angeht, ich weiß es auch nicht. Ich schaue jetzt eh alle Ecken durch. Okay. Vergesse hier schon nichts. Ich hatte gerade so ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen durch die Tür gehe. Das war wieder so typisch gewesen, ne? Ah, Munition für die Bolzen, wer? Das ist exakt das, was ich verschossen habe. Ich nur gerne Pistolenmunition gehabt. Das wäre mir tatsächlich ein bisschen lieber gewesen. Bitte. Wow, liegt da ein Notebook? Ist das ein Hightech? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Du siehst das aber auch, die Notiz da, gell? Ja, irgendwie schon, aber vielleicht ist es echt einfach nur Deko.
Oh, kann es sein, dass es. Scheinbar wurden hier Tierversuche gemacht. Mhm. Ich glaube, hier war das, wo die. Entweder Hunde oder. Es schaut ein bisschen nach Hunde eher aus. Ach nee, das ist der Vorraum von dem, von diesem Bio-Organ, von diesem Ja, luftsicheren Labor. voll. Hast recht. Schaut total anders aus, heißt. Oder? Naja. Oder? Nee. Doch, das ist der schon. Wir können ja Ja, jetzt doch mal. schon. Wir können jetzt mal hier durch die Tür gehen und mal schauen, wo wir dann sind. Dann können wir es ja beurteilen. Wir müssten jetzt logischerweise in diesem Gang sein. Ja, dann Ja, war es doch. das war der. Die Tür war ja immer zu, weil der Knauf fehlt. Ja. Okay, kannst du nochmal genau zurückgehen? Also du hast versucht, in das Labor reinzugehen an sich, oder? Das Nö, war's. nein, Okay. nicht so. Ich wollte jetzt nur erstmal da schauen. Okay. Ich habe noch das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Wow. Die tausend Sachen so ausschauen, als könnten wir sie benutzen. Keine Reaktion, das wurde vermutlich durch die Wand zerstört. Ja, okay. Dann gehen wir hier weiter, oder? Wir können Ja. ja jetzt hier die Treppe runtergehen. Und Genau. dann das Erdgeschoss mal Wir haben keine anschauen. Biohazard-Card. Die Gebiet geht ja eh nicht mehr. Ja. Die hat nämlich die Claire dabei. Die Karte. Ja. Nee, hat sie Nee, die hat nicht. sie Die wäre auch in der weggeschmissen, weil Box, aber sie. die konnten wir auch nicht Okay, benutzen. super. Okay, das bringt nichts. Was sagt denn die Karte per se zu dem Bereich? Hier ist Kannst du von abgesperrt. außen durch, okay. Ja, es geht nur in die eine Richtung, okay. Ja, macht Sinn. Aber lustig, dass man Chris wieder in exakt den gleichen Bereich kommt und sich alles so ein bisschen verändert hat. Einerseits ganz witzig, andererseits kann man das Dreckiges auch, Reste verwerten, ne? ja, wirklich. Ja, gut. Ne, stimmt eigentlich. Das ist tatsächlich. Ja, ich hoffe mal, dass An eine. andererseits hast du schon große Gelände hier, da kannst du dich nicht beschweren. Ja, Ich ist glaube nicht, dass natürlich. in anderen Resident Evil wirklich viel mehr habt, was das angeht. Nee. Also wir können jetzt hier mal die Ich Treppe find's runter. okay. Ich hätte bloß keinen Bock, jetzt so die erste Hälfte vom Spiel nochmal komplett Ah. durchkämmen zu müssen. Nee, voll hätte ich jetzt auch keine Lust. Ja gut, wir können hier mal die Geh Treppe mal runter. runter, Ah. ja. Haben wir die Sind Hunde eigentlich jemals gekillt, ja, die wenn ich sind da in frage? dem Loch abgestürzt, hoffentlich. Ah. Sieh alles komplett anders aus. Och, Ja, Junge. es war wahrscheinlich echt nur darum, dir zu zeigen, wo die Ah. Das Klappe sind. Adlerschild wurde in die Kanalisation gespült. Unten scheint ein Gang zu sein, okay. Gut. Wahrscheinlich kommen wir jetzt da weiter unten, wo es uns immer so abgefuckt hat, dass man da nicht weiter konnte, obwohl klar ersichtlich da irgendwie ein Weg war. Ja, stimmt. Ja. Ach, du meinst aber diesen bei diesem Löwenkopf, wo das Wasser Ja, rauskommt? genau, das meinte ich. Ja. Ja. Oh, Fahrstuhl können wir vielleicht benutzen. Das können wir direkt runterfahren. Dann befahren wir aber in. Na, können wir jetzt. Wir können erstmal ins Erdgeschoss fahren. Ja, klar. Es muss da 1F drin sein. Das ist ja in den USA. Ich vergesse das immer wieder. Das ist ja in den USA anders. Das ist ja First Floor, bei dem das Erdgeschoss ist. Ja. Das ist ja verwirrend. Und den 13. Stock gibt es nirgendwo. Nein! Okay. Boah, ja, ein bisschen verguckt. Also die Armbrust ist so lächerlich. Nimm die Pistole lieber. Ich schaffe mir erstmal ein bisschen Platz hier. Boah. Jetzt kann ich die Armbrust nehmen. Schade. Zu viel mehr Damage genommen, als ich gehofft hatte. Ja, dass die Armbrust da manchmal durchzielt, Nur gell? so eine Sache, kannst du vielleicht ein bisschen langsamer schießen, weil Ja, frisch dabei hast du ich ja noch weiß, das war zwei. jetzt unnötig, aber man muss auch zugeben, dass der vorige auch echt mehr gefressen hat und ich deswegen angenommen hätte, der würde jetzt eh nicht viel fressen. Ja, aber der erste war ein Witz, dass da zwei Pfeile vorbeigegangen sind. Ja. Na, egal. Ja, das war jetzt ein paar Mal alles ziemlich unnötig und nicht gut. Muss mich mehr. Hast recht, ich muss mich mehr konzentrieren. So. Chris, der kann das, der schleppt sich da durch. Ja. Den heile ich doch nicht, so weit kommst du. Hier war das Ding, Okay. Schreibmaschine. Haben wir noch was vergessen? Ein Diorama, vermutlich ein Nachbau dieser Anlage. Dort ist eine Höhlung, ja. Na gut, da haben wir ja schon rausgeholt, was wir rausholen sollten. Ey, hier ist ja noch die Unabhängigkeitserklärung. Eine Gedenktafel, hier ist ein Satz eingraviert für die Fertigstellung dieser Trainingsanlage. Achte, ja, genau, das haben wir gelesen. Ja, 8. Dezember war's. Ja. Ja, das fehlt irgendwie. Das ist mit der Explosion davon kaputt gegangen. Chris, dir geht's gut, der hat nur Männerschnupfen. Ah, da kommen wir gar nicht durch. Ah, okay. Das ist so mega unnötig, hier hinzugehen. Ja, es Wirklich. hat nichts gebracht. Doch, hat uns geschadet und wir haben Pfeile verloren. Aber die Gewissheit haben wir.
wohin sonst? Problem ist, dass jetzt alles so verwinkelt ist und du die Hälfte der Wege über unterschiedlichen Richtungen angehen, nur angehen kannst. Oh, das hört sich schon wieder so kacke an, ja. Und dass wir deswegen gar nicht so genau wissen. Das schaut komplett anders aus, die Kameraperspektive. Hm. Siehst du? Das habe ich gemeint, diese Treppe, die da runter geht. Ja. Willst du mal schauen, was vor uns ist? Nur die Tür, okay. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall. Oh, da liegt die Shotgun über uns. In einer schönen Halterung, die ich ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht betätigen möchte. Ja gut, irgendwann muss man es ja doch machen. Aber das ist die typische Resident Evil Falle. Magst du dich vielleicht mit dem zweifach grünen Hallen? Ja, ich muss machen, genau. Ist sonst noch was? Die nutzen uns jetzt herzlich wenig. Wir schauen mal einfach mal, was passiert. Ja, wahrscheinlich kannst du die jetzt für den Bereich da unten benutzen und musst du dann, wenn du wieder zurück bist, halt wieder abgeben. Würde ich jetzt auch mal schätzen. Schaut ja geil aus. Also schaut voll cool aus. So ein kleines Bildchen kann schon einen Unterschied machen. Ja, das heißt, dass ich hier wahrscheinlich auch Hunter kommen werden. Ja, das ist wahrscheinlich der Bereich, wo die halt kommen. Das muss ja dann ein Bereich sein, wo wir noch nicht waren. Ja, mit einer Treppe, okay. Ja, das sieht doch hier auch noch aus. Ich mach das verrückt, dass sie das nicht drücken kann. Hm. Was ist denn der Tor Nummer 1? Einmal ein Tyrant, einmal Nosferatu und einmal Wesker. Dann noch lieber den Tyrant. Den wären wir echt am liebsten von der Variante. Ich bin mir sicher, dass Wesker auch eine harte Nuss ist. Ich glaube, wir haben das nicht einmal angesprochen, dass die Alexia noch lebt, gell? Ja, tatsächlich, sie lebte noch. Also irgendwie in irgendeiner Form. Sie haben ja schon Experimente mit ihr gemacht. Mhm. Dann wollen die immer so Experimente. Und ja, angeblich ist sie gestorben, aber vielleicht ist sie auch nicht gestorben. Und die haben es alles nur vertuscht, um... Na, ich dachte, sie hätte doch irgendwie... War da hier irgendwas mit einem Unfall oder sonst was? Irgendwas war doch, weswegen die da eingefroren wurde. Oder also was ich auch dachte, man hat irgendwie mal gelesen, dass die bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Ja, und sie hat dann wahrscheinlich wieder versucht haben, so hier heranzuzüchten mit dem. Das haben auch mit dem T-Virus. Meines gelesen zu haben, dass sie ihr den T-Virus gegeben hatten. Ja, das gibt doch diesen Veronica-T-Virus. Ja. Was auch immer das ist. Ein Bewegungspuls für die Kapsel. Schade. Ja, warum nicht? Was soll schon passieren? Okay, wow. Cool. Was hat das jetzt gebracht? Nichts. War das überhaupt die? Nee, war schon unten, gell? Das war die hier. Sturmgewehr, cool. Das ist auch das erste Mal, dass man für diese Art von Waffen irgendwie eine Munition findet, gell? Da an dem Pult kannst du gar nichts mehr. Okay. Ist das komisch, dass man einen Schalter findet, wo man nur für sowas? Ja. Und Munition für Claire findet. Super. Sonst kann man da nichts machen, okay. Wahrscheinlich das ist auch die Doppeltür, die wir die AK auch nicht mitnehmen sollen. Ach, ist das alles blöd. Jetzt wussten wir ja nichts. Ist halt blöd, ja. Hier waren wir auch schon mal. Ja? Ich meine, vielleicht täuschen wir mich auch. Ja? Voll. Hier waren diese Gummitypen mal, glaube ich. Ah, ja. Oh, Kamera. Okay, dann benutze ich es auch nicht. Hier war das mit dem Kistenrätsel. Weißt du, wo wir zu blöd waren, das Kisten jetzt zu machen? Meinst du, das war doch ein ganz anderer Bereich? Nee, das war direkt dann reich nebenan. Ah, nee, fuck! Das war doch im Flugzeughangar. Oh, Türklinke! Okay. Oh, es sind immer zwei. Ja. Wir können uns eigentlich schon überlegen, ob wir nicht einfach den Raum verlassen. Ich muss jetzt nur mal mich lokalisieren, wo ich mich befinde. Ja, ich glaube,
glaube, du bist aus der oberen Tür gekommen, oder? Warte mal, Moment. Das war jetzt nicht gewollt. Aus der oberen gekommen, oder? Glaube ich. Ja. Ich würde. Also, wahrscheinlich müssen wir sie killen, oder? Was meinst du? Oder bist du doch. Ne, du bist aus der unteren Tür gekommen, glaube ich. Aus dem Raum mit der Treppe. Ja, das stimmt. Sollen wir uns einmal zumindest in die Richtung begeben, dass ich mal ein bisschen Distanz zwischen denen habe? Ich glaube, der eine, der rennt gerade so auf dich zu, dem kannst du gar nicht mehr ausweichen. Also ich würde versuchen, die wegzuballern. Ja, oder? Cool, sind die schnell. Nee, pass mal auf, ich gehe jetzt trotzdem nochmal in den Raum rein. Okay. Hab die jetzt aber dann vor mir. Weil das ist immer so. Ja, ist besser. Und ich kann mal einen Quick Turn üben. Moment. Du musst nicht so schnell timen. Du kannst einfach zurückziehen, ganz gemütlich okay. Und so. Ja, okay. Easy. Schön. Alter, die leben noch. Ah, hätte man auch einfacher wahrscheinlich machen können. Nö, ich wüsste nicht, was du erst hättest anders oder besser machen können. Ja, so krass sind die eigentlich nie. Mach nee, wenn du die richtigen Waffen hast. Ja. Dass sie halt echt nicht an dich rankommen lassen, weil ja. Die teilen ordentlich aus. Ja. Ich frag mich, ob die springen können. Meistens können sie es ja in den Teilen. Ja. Ich hab's eben schon gerade gemeint, so, wo die Videosequenz kam zum Toffee. Die haben immer schon die geilsten Intros. Das war in Resident Evil 1 war es auch so gut. Übrigens, das ist tatsächlich besser im, also im Original im Vergleich zum Remake. Dass die Sequenz, wo der. Oh, das ging letztes Mal nicht, dass man hier weiterkommt. Ich kann mich an den Bereich schon gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her. Okay. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich im Original oder beziehungsweise im Director's Cut besser als im Remake. Die Intro-Sequenz des Hunters. Die ist ein bisschen cooler. Im Original Resident Evil? Ja. Okay. Beziehungsweise im Director's Cut. Weil da die Sequenz. Du weißt ja absolut, welche Sequenz ich meine, die kann man nicht vergessen. Da, wo man zurück aus dem Wald kommt, ne? Ja, genau, und der dann so, du siehst, wie er läuft. Ja, das ist genauso, also ein bisschen anders, weil die Level-Architektur im Original ja anders ist, weil es ja den Wald, das Waldbereich gar nicht gibt. Und da kommt halt irgendwie so ein Kanal und sowas hoch. Aber du siehst ihn halt, also im Remake siehst du den ja gar nicht. Du siehst ihn, der kommt dann außerhalb der Zwischensequenz nicht auf die Zone. Also im Original ist es dann noch so, die kann ich dir nachher auch mal irgendwie zeigen. Da ist er dann. Da siehst du es noch in der Zwischensequenz auf einmal so einer totalen, wie er dasteht und so langsam auf dich zuschlurft. Das schaut irgendwie ganz geil aus. Ich hatte das auch nicht mehr so im Kopf, das hatte ich ja früher auch mal gespielt. Das Chemikalienlager ist abgeschlossen. Ich bin natürlich für einen speziellen Schlüssel. Eine Türklinke, bringt die was? Nee, ich glaube wahrscheinlich nicht. Da liegt ein bisschen Kraut, oder? Auf dem Tisch. Vor dem Monitor. Es ist voll versteckt. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Blaues Kraut. Würde ich jetzt nicht mitnehmen. Wir gehen da nochmal hin. Ja, okay. Übrigens, off-topic, also im weiteren Sinne, hast du bestimmt schon mitbekommen, aber es kommt ja nächstes Jahr das HD-Remake von Resident Evil Zero. Zero, ja. Yeah. Kann man ja drüber nachdenken, je nachdem, was wir da so an Projekten machen, das vielleicht nochmal zu machen. Ja, oder zumindest so, vielleicht zocke ich es privat dann nochmal. Also ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich fand es zwar, wie gesagt, eigentlich gar nicht so knülle, aber... Vielleicht machen sie ja, vielleicht ändern sie ja doch noch ein bisschen was ab. Ich glaube zwar nicht, aber... Nee, ich glaube nicht. Dann ist es... Wenn sie es schon beim Remake nicht gemacht haben. Ja, sind die ganzen nervigen Sachen wieder vergessen und dann... Fängt man doch nochmal an. Okay, die große Tür gibt es dann noch. Hier sind die. Na, die ist da, verstehst du? Ach so, auf der anderen Seite der Kisten. Ja gut, dann gibt es ja fast nichts mehr, gell? Die Tür links gibt... Also die wir zwar links sehen, die gibt es gar nicht. Die Tür da vorne gibt es nicht. Also können wir eigentlich nur wieder zurück. Dich doch richtig, gell? Ja, und da geht's nicht weiter. Da ist alles zu. Hier war ja auch nichts mehr. Das heißt, ja, de facto müssen wir zurück. Das heißt wohl, dass wir auch die Pumpkin wahrscheinlich wieder ablegen müssen. Ja, vermutlich. Schade. Ja. Gut. Hat ja ihre Schuldigkeit bis zu diesem Zeitpunkt zumindest getan. Ach, schade. Shotgun fühlt sich das schon alles viel sicherer an. Ja. Aber so soll es ja nicht sein. Das machen ja moderne Spiele immer ganz, ganz dreckig. Ich muss an Outlast denken oder einfach gar nichts machen. Ja. Das ist schon geil eigentlich, wenn du dich gar nicht wehren kannst. Zumindest die Munition haben wir dabei. Vielleicht kommen wir da jemand verprügelt. Okay. Sollten wir es probieren, die Armbrust da mal einzusetzen?
die vielleicht passt. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube es auch nicht, aber tatsächlich ist es den Versuch. Ja. Cool. Also ich kann es mir beileibe nicht vorstellen. Ich auch nicht eigentlich. Wir müssen wieder auf die kaputte Schrotflinte warten. Ja, genau. Hätte er die mitgenommen? Weißt du, hätte er die aus ja, Resident wirklich. Evil 1 die kaputte Schrotflinte mitgenommen? Nein. Nein. Ach, ich bin auch ein Idiot, ja. So viel über Schrotflinten geredet. Mhm. Da hab ich richtig Bock auf den Schrotflinte. Weißt du, was ist Scheiß drauf? Das funktioniert hundertprozentig nicht. Nein, jetzt will ich doch was. Ja, okay. Muss mich aufhalten, falls ich wieder was Dummes mache. Okay, ja, gut. Das endet sonst nämlich wie mit diesem Gang in Resident Evil Zero, wo ich immer reingehen wollte. Ja. Nee. Ja, okay. Na gut, das war klar. Ist aber auch schön blöd für Chris, weil er ist da extra hingeflogen, um dann zu merken, dass er hier komplett falsch ist. Ja. Ja gut, das weiß er ja nicht. Aber das wird er dann schon noch rausfinden. Ne, er weiß es ja jetzt schon. Achso, ja, weil er gesagt hat, dass die Flugzeuge. Ja, dass sie abgedüst sind. Ja, nehmen wir mal die Tür links, oder? Mal schauen. Weil er sich ja die Woche schon freigenommen hat, bleibt halt hier. Ja, es ist dann nämlich dieses Gas, jetzt musst du bestimmt dann irgendwas machen, deswegen ist da oben diese komische Anleitung, die mich immer so irritiert hat. Ja. Ach, okay. Wie ein gepierstes Gesicht. Jetzt mache ich ja dick Dauerfeuer, weil der so nah ist. Ja, ja. Ah, Scheiße! Da konntest du nichts machen. Und vor allem. Ich wollte gerade sagen, ich halt weiß, dass er nur noch so fucking drei Pfeile oder so frisst am Ende. Jetzt ist es ekel. Nein! Wie kann man da vorbeiziehen? Ja. Das steht direkt vor dir. Also jetzt reicht's mal. Ja, nimm ganz ehrlich. Vor. Nein! Der Spot da oben ist so scheiße. Ey, ist das blöd. Ja, das würde ich auch noch warten. Ja, natürlich warte ich noch. Oh Mann. Ja, ärgerlich sowas. Aber das ist halt. Ich spiele das aber auch nicht gut gerade. Ich gebe es gerne zu, das ist alles nicht so toll, was ich hier mache. Ach, du willst. Ja, kannst du auch nicht so viel machen. Willst du mich verarschen? Ich kann davon ausgehen, dass da Schaden ist unten im Gas, aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall durch müssen. Nein, nichts von Strafe. Wir sind, ich würde ehrlich gesagt, wenn jetzt hier Gas ist. Also, ich weiß jetzt erstmal, ob der Zombie schon tot ist. Wir haben noch im Anfangsbereich, haben noch nicht alles durchgeschaut. Also, da, wo unser Speicherbereich sozusagen. Ich würde jetzt erstmal reingehen und schauen, was passiert. Alter, das ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespeichert habe und ich habe wenig Leben. Ja. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, ehrlich gesagt. Jetzt ist aber mal Ruhe. Die harte Gangart ist bei uns gang und gäbe. Also so, dass doch der Andreas aus Frontrush schon gesagt hat. Ach ja, okay, stimmt. Ja. Sollen sich andere drum kümmern. Jetzt wird die Heilung schon wieder ein bisschen knapp. Das ist ätzend, ey. Vor allem, Claire wird dann Augen machen. Wenn die in ihre Kiste schauen, auf einmal ist keine Heilung mehr drin. Der große Bruder hat mal wieder alles geklaut. Ja, 2F war's, gell? Was denn? 2F müssen wir jetzt fahren. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir müssen von Aufzug zu Aufzug. So war's so. Ach so, um wieder ganz runter zu kommen. Ja. Boah, ich will bloß nicht von dieser blöden Spinne getroffen werden. Ach ja. Ach, nee! Komm. Woher? Woher kommen die? Das ist ein Wiss. Ja, hilft nicht. Ich würde. Nee, nimm die Pistole. Ja, ich nehme ich die. Willst du mich verarschen? Aber das nervt mich in dem Spiel wirklich. Also in dem Code Veronica jetzt ein bisschen. Also in jedem Bereich, nicht in jedem, aber in vielen Bereichen die Gegner einfach so lächerlich oft respawnen. Oh, das steht garantiert links. Da steht sowas von sicher links, wenn ich jetzt reingehe. Nee. Hier steht auch. Okay, hier steht keiner gut. Boah, Mann, ey. Ja, das mit dem Spawn ist wirklich dumm. Also nicht dumm, ist es schon okay. Ja, ich finde es schon ein bisschen lästig.
Man macht sich auch immer. Nein, ich hab schon mal versucht, hier was zu machen. Ja. Ja. Gut, dass da noch. Okay. Lagerschlüssel, okay. Hier ist ein Dokument. Ein Bericht über korrosionsresistente Legierung. Eigentlich hatten wir ja vor, die neue korrosionsresistente Legierung namens Diploid dazu zu verwenden, eine Lagerkapsel für unsere neue Substanz zu bauen. Wir mussten diesen Plan aber schließlich doch fallen lassen. Denn trotz ihrer großen Widerstandskraft gegen alle möglichen Chemikalien bis hin zur stärksten Säure löst sie sich doch schnell auf, wenn sie mit einer Mischung aus Clement Alpha und Clement Epsilon, ist das Epsilon? Das ist das Summenzeichen. Ja, das Summenzeichen, keine Ahnung. Clement Epsilon, ich glaube, das ist Epsilon, großes Epsilon, in Berührung kommt. In Anbetracht des tödlichen Potenzials der neuen Substanz konnten wir bei der Wahl eines Materials für ihre Lagerung aber nicht vorsichtig genug sein. Stattdessen haben wir das Diploid jetzt für den blauen Teil der Adlerwappen benutzt, okay? Information zu Clement. Die Alpha-Variante wird zur Waffeninstanzhaltung eingesetzt und weist keine der merkwürdigen Eigenarten auf. Die Epsilon-Variante hingegen verfärbt sich bei einer bestimmten Temperatur blau. Okay. Ein merkwürdiger Zufall, dass diese Temperatur exakt dem Datum entspricht, an dem diese Trainingseinrichtung fertiggestellt wurde. Das ist ein merkwürdiger Zufall, ja, das stimmt. Aufgrund unserer Analyse der Epsilon-Variante glauben wir, dass Clement noch mehr zu bieten hat. Sobald wir neue Fakten herausfinden, werden wir sie in diesen Datei aufnehmen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das soll. Also wir müssen auf jeden Fall das Adlerwappen finden, da kriegen wir scheinbar von der eine Chemikalie. Und dann finden wir noch eine andere Chemikalie, die wir genau auf irgendeine Temperatur erhitzen müssen. Und das Datum kriegen wir von diesem kleinen Modell. Ich hab's schon wieder vergessen, es war glaube ich 8. Juni oder so. Weil wow, das hast du super analysiert. Das müssen wir müssen uns diese Folge dann übrigens nochmal so replay-mäßig anschauen, weil ich mir das alles nicht merken konnte. Aber hast du super gemacht, wenn das so stimmt. Ja, ich schätze mal, das ist... Ich habe jetzt den Text gerade gelesen. Ja, und, das kenne ich, aber man überliest ihn und dann bleibt nur die Hälfte von hängen. Ich bin beim ersten Clement glaube ich ausgestiegen. Ja, ich so teilweise auch nicht mehr, welches Clement man wo findet und was man damit dann machen soll. Irgendwelche Kapseln auflösen oder so. Okay, jetzt bitte nicht von der Spinne getroffen werden. Alter, das ist doch ein Witz. Jetzt ist gerade, okay. Das ist wahrscheinlich nur blaues. Jetzt hör mal auf mit deinem Kraut. Okay. Irgendwann nehme ich noch Schaden wegen dir, weißt du? Wegen. Ja, aber du kannst dich dann mit dem Kraut mehr heilen, als du Schaden genommen hast. Ja, klar. Okay, wir können mal auf der Karte schauen, aber ich glaube, das langt jetzt auch erstmal. Wir gehen ja nicht durch, so ein Scheiß. Alter, Tatsache, da kommen wir ja nicht durch. Aber wir haben diesen komischen Schlüssel haben jetzt gefunden. Damit können, weißt du noch, wo das war? Das war, glaube ich, ganz in dem Kartenbereich, ganz links unten, oder? Dieser Schrank, den wir damit öffnen können. Wahrscheinlich. Geh nicht davon aus, dass ein Quest-Item drin ist, aber irgendwas wird schon drin sein. Naja. Ja. Sollen sich andere drüber den Kopf zerbrechen? Ja. Ich würde sagen, Zukunftstoffi und Zukunftsmark. Ja. Alter, wir haben eine Türklinke. Sind wir blöd? Wir haben die Türklinke, Mann. Ach so. Wir haben eigentlich schon längst einsetzen können. Für was denn? Ja, für da, wo wir nie weiterkamen, weil es da keine Türklinke gab. Oh Gott, stimmt. Warum lag da überhaupt eine Türklinke? Alles verrückte Sachen. Ja, ganz einfach. Klar. Na gut, die lasse ich dann gleich im Inventory. Wissen wir zumindest, was wir nächste Episode machen können. Ja, also ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Also, bis dann. Ciao.